Hallihallo ihr Lieben, es ist Zeit für einen neuen Monatsvlog und er startet genau jetzt. Wir sind aber noch nicht angekommen, wir sind aktuell noch bei den Schwiegereltern und haben hier noch 2 Tage verbracht. Es ist jetzt Montag und wir werden heute losstarten in den Westerwald und haben dort ein tolles Ferienhaus, aber das werdet ihr ja dann eh sehen. Und fahren jetzt ungefähr noch 4 Stunden, es sind wieder alle 3 Tiere dabei und wir freuen uns schon sehr. So, wir sind eben angekommen. Ich stehe jetzt hier davor. Wir sind auch eben schon eine Runde gegangen. Oh mein Gott, das ist echt wunderschön und für die Hunde so toll. So, und ich zeige euch jetzt erstmal alles, bevor wir alles einräumen und das dann so voll steht. So, wir werden auf jeden Fall gleich noch die Kette rauslassen. Die war auch schön brav beim Autofahren. Lassen wir sie gleich erstmal raus. Dann kann sie sich umschauen. Hallo, wir sehen mal den hier. Wir sehen mal den hier. Genau, so, und dann kann ich euch gleich mal so ein bisschen zeigen. Also hier sind wir jetzt reingekommen, da ist ein Staubsauger, ganz wichtig. Und hier kommt man rein und kann jetzt hier gleich rechts in die Küche mit Sitzecke. Dann geht es hier weiter mit die Küche gleich, direkt Kühlschrank, alles da. Und die Wohnstube mit Kamin. Weiß ich nicht, ob wir den brauchen werden, wahrscheinlich nicht, obwohl mir gerade schon ein bisschen kalt ist. Und die wunderschöne Couch-Ecke und vor allem der Blick geht einfach mal da raus ins Grüne und es ist alles voller Glas, dass man guckt die ganze Zeit in den Garten. Kleines Kind! Och, bist du auf Entdeckertour? So, und genau hier hinten geht's raus in unseren Garten. Und der ist komplett eingezäunt. Das heißt, die Hunde können hier nicht raus. Was natürlich echt perfekt ist. Das ist so mega schön. Wir haben einen Grill, wir haben hier draußen eine Sitzecke. Und da hinten ist sogar noch eine kleine Feuerschale. Und das ist das Allercoolste. Ich glaube, es ist jetzt gerade zugeschlossen. Muss ich euch dann mal zeigen. Das ist eine Sauna. Wir haben ja unsere eigene kleine Sauna und können hier sogar noch saunieren. Das ist mega cool. Ja, und die Katze darf natürlich dann auch immer ein bisschen rumlaufen. An der Leine aber, dass sie nicht stiften geht. Genau. Ja. Und ach so, Schlafzimmer noch. Jetzt ist die Katze auch irgendwo verschwunden. Hier haben wir das Badezimmer, klein aber fein, und unser Schlafzimmer. Und ich freue mich schon so drauf. Es ist echt so wunderschön. Ich freue mich richtig, das wird richtig Urlaub. So, wir haben jetzt alles ausgeräumt und jetzt zum Schluss zeige ich euch nochmal ganz fix die Sauna. Und die Katze ist auch schon super mutig. Die ist nämlich da, sitzt schon draußen auf dem Weg raus. Wir haben das ja jetzt bei den Schwiegereltern schon mal geübt. 2 oder 1 Tag im Garten und da war sie dann zum Schluss so mutig. Ich denke, die wird dann auch im Laufe der Woche ja sofort rausrennen, wenn die Tür offen ist. So war das ja in der Ostsee auch. Das ist cool, ne? Weil der schöpft das Schwänzel, weil sie so vorsichtig ist. Die bekommt aber je mutiger die wird, bekommt sie dann auf jeden Fall eine Leine dran. Nicht, dass sie dann plötzlich mal bei den Nachbarn ist. Das muss nicht sein. So, jetzt gehen wir mal kurz zur Sauna, dass ihr das auch noch seht. Der Garten ist so schön. Ach, ich freue mich so früh draußen frühstücken. Da ist sie. Wunderbar. Mit Dusche hinten. Aber unsere eigene kleine persönliche Sauna. Ist das genial, oder? Mega cool. Ja, ich würde sagen, hier lässt sich genial Urlaub machen. So, wir gehen jetzt als erstes eine kleine Runde spazieren. Wir können nämlich hier hinten gleich durch den Garten raus
und sind direkt am Wald und können hier so einen Waldweg langlaufen. Ziemlich cool. Musst du aufschließen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo kleines Kind. Guten Morgen. Hallo Happy. Hallo ihr Lieben, wir sind an unserem ersten Urlaubstag. Leider regnet es bei uns. Oder beziehungsweise Wetter ist jetzt nicht so gut. Und wir überlegen, ob wir heute gleich in die Therme gehen. Aber erstmal werden wir zum Bäcker gehen, uns was zum Frühstück holen und danach die Hunde rauslassen und eine Runde spazieren gehen. So ist der Plan, genau. Ich hoffe, dass meine Kamera durchhält, weil die hat jetzt schon zweimal rumgesponnen. Und dass ich den Urlaubsvlog noch drehen kann, weil mit weißem Bildschirm lässt sich da nicht so viel arbeiten. Deswegen hoffe ich, dass es klappt. Da draußen finden wir das direkt. Okay. Warte. Warte. Und warte. So, also wir haben uns jetzt doch umentschieden und fahren halt nicht in die Therme, weil es jetzt doch irgendwie besser ist das Wetter als gedacht. Und es tröpfelt zwar ein bisschen, aber das ist okay. Und wir sind jetzt doch wandern. Und zwar gehen wir den... Wie heißt der nochmal? Also wir haben jetzt nochmal nachgeguckt. Und zwar ist das der Eisenbachtalweg. Rundwanderweg. 9 Kilometer ist er lang. Und ist ein Wellerwanderweg. Oder so. Also hier gibt es ganz viele Wellerwege. Und ja, wir haben uns jetzt eine kleinere Tour rausgesucht, weil wir jetzt... nicht 20 Kilometer gleich laufen wollten, sondern eine gemütliche, spontane Tour. 9 Kilometer, 3,5 Stunden. Wir werden bestimmt ein bisschen länger brauchen. Fotokamera habe ich mit, falls wir schöne Fotos machen können. Und die Hunde freuen sich, dass ich richtig schön bewegen kann. Und was ist denn auf dem Weg hierher passiert? Das erzähle ich nicht. Leider nicht in den Baum stecken. Aber hast du fein gemacht, weißt du? So, hier sieht man jetzt, wie der Borkenkäfer zugeschlagen hat. Das ist echt wirklich das ganze Gebiet. Bis dort hinten ist es. Und eigentlich müssen die Bäume alle gefällt werden und rausgenommen werden. Das ist eine komplette Kahlfläche. Die sind alle tot.
dank der heißen Jahre, die wir jetzt hatten, konnten die sich mega vermehren und haben alles tot gefressen. Das ist schon ein bisschen schlimm. Aber liegt ja auch daran, dass überall nur Fichte steht, was ja auch absolut nicht natürlich ist. Gut, das wollte ich gesagt haben. Was sagst du dazu, Anina? Sprechen Sie hier in dieses Mikrofon. Also da brauche ich jetzt erstmal einen kleinen Snack und vielleicht noch einen. Ich muss mich gut vorbereiten. Eigentlich habe ich keine Meinung dazu. So, also hier ist jetzt einmal quasi Ödland, ne? Alles abgefällt, alles Käferholz gewesen. Ja, heftigst, also es ist echt krass. Hier standen überall Bäume, alles weg, alles von Käfern aufgefressen. Ziemlich krass. Aber ja, trotzdem spannend auch irgendwo, weil die Natur holt sich das natürlich zurück und hier wird auch dann einiges wachsen, denke ich. Es wird anders aussehen in der Zukunft hier. Aber auch irgendwie ganz schön traurig. Kurz nach der abgeholzten Fläche sind wir dann in einen Regenschauer gekommen. Der war super kräftig und wir sind auch wirklich klatschnass geworden. Wir hatten zwar Regenjacken mit, aber meine Hose war komplett eingeweicht. Und ich war froh, dass wir ein Handtuch mit hatten. Das war zwar eigentlich nicht für die Hunde gedacht, aber die waren so nass und deswegen war ich dann froh, dass wir es mit hatten und haben sie dann abgetrocknet, als wir im Restaurant waren. Anila liebt es übrigens, total abgetrocknet zu werden. Man merkt immer so richtig, sie freut sich schon, wenn wir zu Hause ankommen und sie merkt, dass sie nass ist, dann weiß sie, dass sie gleich abgetrocknet wird und kommt auch immer gleich angerannt und will unter das Handtuch. Sie liebt das einfach, so durchgewurschtelt zu werden. So, also wie ihr gesehen habt, wir sind jetzt voll in den Regen gekommen. Meine Hose ist klatschnass, ich werde das wahrscheinlich jetzt nicht sehen, weil die schwarz ist. Oh, wirklich, auf den letzten Metern hat es so geregnet und wir hatten nur einen Regenschirm mit und ich nur die Regenjacke. Meine Hose ist so nass, die fühlt sich an wie eine Latexhose. Aber wir sind jetzt nochmal hier in dem Hotelrestaurant gleich am Parkplatz eingekehrt und wir werden jetzt sowas essen. Und die Hunde haben jetzt hier eine Decke und können jetzt hier sich ausruhen. Haben sie ein bisschen abgetrocknet, hatten zum Glück ein Handtuch mit. Ja, die Arme. Die Abby, die hat echt gar keinen Bock mehr. Ebi, du bist nach Hause, ne? Die hasst gerade ihr Leben. Obwohl es jetzt schon geht. Geht's, Anila? Wen beäugst du? So, wir sind jetzt zu Hause und ja, nach einmal einregnen lassen, ist es natürlich jetzt optimal und super Gelegenheit, um in die Sauna zu gehen. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich bin jetzt nicht so der Saunagänger, aber wenn man es vor der Haustür hat, dann kann man das schon mal machen. Und ihr werdet dabei eine Runde schlafen und aus dem Fenster gucken. Also, ich bin jetzt raus und ich muss mal wieder feststellen, Sauna ist einfach nichts für mich. Also zumindest, ich versuche es immer mal gerne, weil ich denke, ach, so schlimm kann das ja nicht sein, aber ich bin in der Sauna so eine Mimose. Ich kann da mal nicht atmen. Irgendwie so richtig und dann habe ich halt, ich bin auch schon mal umgekippt, deswegen. Denke ich einfach, dass Sauna leider nichts für mich ist. Sehr schade, weil man halt eine von der Tür, aber dann kann sich wenigstens mein Freund drüber freuen. Und ich mach's mir hier bequem mit meinen Pads. Kleines Kind. Zelda sieht das erste Mal in ihrem Leben eine andere Katze. Gerade war sie noch super interessiert, jetzt nicht. Und die nächste Katze. Jedes Mal, wenn ich die Kamera auf sie halte, hat sie keinen Bock mehr, das anzugucken. Oh.